Der amerikanische Präsident Donald Trump hat sich jetzt auch mit den Sportlern angelegt. Spieler der Nationalen Football League, die aus Protest bei der Nationalhymne niederknien, um damit gegen Rassendiskriminierung und Polizeigewalt zu demonstrieren, die sollten nach Meinung Trumps am besten sofort gefeuert werden. In einem demokratischen Land, das stolz auf die freie Meinungsäußerung ist, sind solche Ambitionen des Präsidenten schon ein starkes Stück. Doch da will ich mich erst gar nicht einmischen. Beim Anblick der Profispieler, die im Stadion reihenweise in die Knie gehen, musste ich aber daran denken, wann und wo ich selber niederknie. Als Zeichen der Anbetung knie ich vor Gott nieder. In der Kirche, beim Gottesdienst oder beim Gebet. Jeden Morgen zum Beispiel in meiner Hauskapelle. Beim Niederknien mache ich mich klein, eigentlich sogar wehrlos. Aber ich mag diese Geste der Demut nicht, weil mich Gott klein macht oder gar unterdrückt. Ganz im Gegenteil, Gott stärkt mich und will, dass ich aufrecht und frei durch mein Leben gehe. Aber ich kann im Knien zeigen, dass ich mich ganz und gar meinem Gott anvertraue, dass ich ihm allein die Ehre gebe. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass die Jünger vor Jesus niederfielen, als sie erkannten, dass er der Sohn Gottes war. Hier möchte ich mich einreihen, niederfallen und niederknien vor Gott, meinem Schöpfer, der mich groß macht. Vor Menschen knie ich mich übrigens nie nieder. Ich bemühe mich darum, jedermann auf Augenhöhe zu begegnen. Und auch wenn ich zum Beispiel vor dem Papst niederknie, dann nie vor der Person, sondern immer nur vor dem Amt. Ich gebe also auch da Gott ganz allein die Ehre. Die Footballplayer, die sollen ruhig weiterknien und ein starkes Zeichen des Protestes abgeben. Ich selber werde weiterhin ganz alleine aus Freude an Gott, meinem Schöpfer, in die Knie gehen und ihn so in meinem Herzen groß werden lassen. Ihr Rainer Wölki, Erzbischof von Köln.